Hi Leute, das ist Sanu hier und wir sind endlich wieder zurück. Ich habe ein bisschen was aufzuholen. Ich hatte jetzt längere Zeit Urlaub und im Urlaub selbst ist mir dann der PC verreckt. Und ich habe es im Gamescom-Video schon erwähnt. Könnt ihr euch vorstellen, was alles daran hängt und damit das Schlimmste überhaupt ist, wenn man, wenn man gerne daddelt und Content macht und Katastrophe ballert. Und das ist immer noch nicht so, dass ich zu 100% zufrieden bin. Ich meine, ich glaube, das erreichst du, glaube ich, nie, ne? Aber wir sind hier und wir sind zurück und jetzt fangen wir mal an, die Fahndung aufzuarbeiten. Und ja, bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe keine allzu große Erwartungshaltung tatsächlich, weil ich weiß, dass erst die nächsten Seasons dahingehend deutlich besser werden. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. So. Wir müssen auf jeden Fall zum Ende der Welt jetzt den Kontrollpunkt machen. Und dann schauen wir mal. Dann können wir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch so ergangen ist die letzten Wochen. Auch wie ihr wie das Ganze regelt im Bezug auf Division. Macht ihr ein Päuschen, nehmt ihr nur das Nötigste mit und worauf euch am meisten freut. Und natürlich, es kommen natürlich auch ein paar andere Games, die einem eventuell helfen bei der Überbrückung zu neuem Division-Content. Deswegen sind wir mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, ich habe lange nicht gespielt. Man kann es halt immer wieder spielen, weil es Gameplay, wie gesagt, es ist halt einfach geil. Und deswegen freue ich mich da wenigstens ein bisschen drauf, wieder zu ballern hier. Das Ganze machen wir hier, falls ihr es nicht schon kennt, das etwas andere Sniper-Bild, auch für Leute, die nicht so gut sind im Sniper, mit Asse 8 in der Kombi, mit dem Ninja-Bike-Rucksack und Fokus. Oh, jetzt gehen wir drauf. Und der grausamen Anordnung. Welche hier in dem Bild richtig steil geht und richtig Bock macht. Mal schauen wir mal, positionieren wir uns mal um. Natürlich jetzt kein. Muss ein bisschen aufpassen. Weil ich habe tatsächlich gerade das erste Mal wieder gestartet seit längerer Zeit und habe noch den die Direktive drin, dass ich die Gegner nicht sehe, von wo die herkommen, weil ich ein bisschen blind bin. Aber sollte mal hinbekommen. Oh. Ich muss die kleinen Charaktere noch hochziehen. Ich habe ein paar kleine Charaktere oben, die wollte ich definitiv noch hochziehen, damit ich ein bisschen Ressourcen habe zum Basteln. Und mein Know-how ist tatsächlich noch nicht auf Maximalstufe. Das habe ich mir auch so noch als Ziel gesetzt vor der neuen Season, den Seasons 2.0. Muss der alte Mann sich ein bisschen auf sein Gehör verlassen und gucken, ob das ausreicht. Oh. Das Bild macht halt einfach Bock. Doof ist natürlich, wenn ihr die Direktive anhabt, dass er, klar, gell, manchmal rennen die Gegner vorgebildet durch die Gegend und dann fehlt dir ein Gegner für, der letzte Gegner, den du noch brauchst für irgendeine Aktivität. Yo! Rogue Agents! Oh,
Okay. Ja, aber der sollte. Ist ja mit dem Bild doch das kleinste Problem. Oh, fuck. Dann kann alle vom Scharfschützen Gold wert, wenn er denn drin bleiben würde. Sehr gut. Man die Ressourcen noch mit. Brauchen tun wir eh nichts, weil ich halt so schade finde. Ziehen weiter. Kommst doch nicht überall runter, gell? Okay. Wo müssen wir hin? Kopfgeld. Okay. Das ist direkt um die Ecke. Längere Zeit, wenn du mal ein kleines Päuschen gemacht hast und kommst wieder rein, dann. Man vermisst das Ballern schon sehr, gell? Also, das muss man echt sagen. Es ist halt einfach. Es ist halt einfach geil. Ich weiß nicht, ob die dazugehören. Ja, die gehörten dazu. Nicht, dass der dazugehörte. Jetzt ist jetzt halt doof. Ich sehe jetzt nicht, woher die Gegner kommen, aber ich denke, die sind das.
Okay, wieder zurück. Oder ich sollte vielleicht einen Scanner wechseln. Das ist gar keine so schlechte Idee. Wo seid ihr? Jetzt guck mal, von wo die langsam angedackelt kommen. Ich da mal. Gar kein Bock auf dich. Ja, uncool. Oh wow. That's your target. Ein Frosch. Da wünsche ich mir für den nächsten Teil auf jeden Fall auf, dass sie da eventuell. Als die Türme da eliminiert haben, brauchen wir einen neuen Heiler. Sind sie der Aufgabe gewachsen? Okay. Bald ist es ja soweit, ne? Die Fahne ist ja schon ein bisschen was draußen. Mit der nächsten, sind wir schon fast am Ziel. Und da bin ich gespannt, was die nächste Season einleitet. So, wo müssen wir hin? In die giftige Gasse. Gar nicht so weg, dann passt das doch. Ich glaube, ich werde bei den Kontrollpunkten, weil das eh recht stationär ist, wenn ich da auch auf das Schütz setzen zur Ablenkung. Sieht das richtig geil mit dem Bild da. Fühlt man sich wirklich als wäre man ein recht guter Sniper. So.
hin. Ich glaube, hier hoch. Wir mal hier. Jetzt mal hier drauf. Oh. Ah. Geht hier drauf. Turm hilft, hilft einem tatsächlich, wenn er gut positioniert ist. Nicht nur zur Ablenkung, der markiert die Gegner halt auch, ne? Ist halt auch nicht so übel. Ah fuck, ich dachte, der wäre safe. Bonusrüstung von der grausamen Anordnung, wenn sie dann nachlädt, ist halt auch echt Gold wert. Oh, der Dicke. Lass meinen Turm in Ruhe. Kurz bisschen Muni sammeln. Hier, von hier, okay. Ah, wenn ich den getroffen hätte da hinten, hat der da schön Chaos veranstaltet. Schütz positioniert gerade um. Willkommen von hinten, ne? Ah, fuck. Nein. Wow. Aber knapp. Shukai Wiederbeleber dabei. Dem Bild. Scheiß Spezialmuni. Sie sind nicht unsterblich, Leto. Denken Sie daran. Hier kommt mal Muni. Viel zu wenig Sniper Muni. Okay, Schütz weg. Und dann gucken wir mal. Ach nee, oh. Hauptquartier. Hey, baut man direkt hin.
Das wird wieder kein Unterschied sein zu den anderen. Aber da bleibe ich tatsächlich nicht. Da bin ich nicht stationär genug. Hol mir die Drohne zum Ablenken. Sollte besser passen. Das finde ich halt echt wirklich so schade, dass sie sich hier so einfach machen. Bis auf, wie gesagt, den storytechnisch ist das halt, wird es, denke ich, auch hier wieder exakt die gleiche Mission sein, ne? Ich wollte ja unbedingt, beziehungsweise das werde ich tatsächlich noch in Angriff nehmen. So, das ist halt schwierig mit Bills. Das ist halt recht wenig los und hat schon zu viel gesehen und gemacht und so. Ich würde aber Bock, ein bisschen was zu basteln um die Diamantklapperschlange. Die wurde ja mit dem letzten Update ein bisschen geändert, ein bisschen verstärkt, ein bisschen mehr Munition drin. Da könnte man eventuell. Könnte man eventuell mal was basteln. Da habe ich tatsächlich doch schon ein bisschen Bock drauf. Schauen wir mal. Ach, ich Idiot. Ja. Ist der Helm weg? Jetzt rucki zucki. Check for the keycard. Hängt er noch? Noch ein Dicker. Das ist geil. Ja, paar meine Bilder echt schon vermisst, gell? Ist schon, machen schon Bock. So. Oh, trifft ihn. Ganz wichtig. Nein! Ja, okay. Das ist die Scheiße, wenn du keinen Wiederbeleber hast, gell? Let's do it again. So, da sind wir wieder. Jetzt am besten ohne drauf zu gehen.
Ja, das dürfte ausreichen, komm. Oh fuck, oh fuck. So. Okay. Ganz kurz Päuschen. So, wie es immer so ist, gell, wird mal eine Schafe angerufen. Weiter geht's hier. Und die Fahndung durchzuspülle. Echt typischer Montag. Kommst aus dem Urlaub direkt wieder Montag, kannst direkt schon wieder Urlaub einreichen. Na Moment, jetzt ruft er nochmal an. Heidewitzka, ich sag euch Leute. Lass mal gerade die Mobs wegmachen. Dann muss ich nochmal einen kurzen Cut machen. Die Drohne macht das schon. So. So, hoffen wir, dass wir jetzt mal Ruhe haben. Verdammt nochmal. So. Ja, die habe ich natürlich nicht mitgeholt. Brauchen wir nicht. Holy shit. They pulled the president out of the wreckage. Agent, you've got a new assignment. Find out where the president is being held and get him back. Sync Isaac with a bank security system. There should be a data center near the vault. So. Die habe ich tatsächlich lieber, wenn die normal ist, die Mission, und nicht invasiert. Invasiert finde ich die nicht so geil. Ach, der Dicke. Muss schnell fallen. Ah. Kommen auch tatsächlich zu wenig Gegner, ne? Erst ist zu viel Downtime, wo du warten musst mit dem scheiß Timer. Eine Welle drückt sich nur durch. Search query finished. Subject located. It's President Ellis. I'll have a helicopter on standby to extract him. Allow lockdown procedure initiated. That doesn't sound good. Ah, Muni war okay, aber das nehme ich mit. Wristwatch. Okay. Piece of shit wristwatch. West wall. There's a maintenance tunnel running alongside your position. It's a long shot, but it's the only one we got. Isaac, plot a path to the president's location. Highlighting
most expedient route. Son of a bitch, it actually worked. Thanks, Isaac. Time to level up. Ich weiß, wie viel hier nach noch kommt. Das war ja recht recht zügig tatsächlich. Na. Give him an earpiece and get him on comms. Komm, Alice, beweg dich. Keine Zeit. Oh wow. Schönes Mondschießen. Wenn man immer mal wieder rausguckt aus dem Scope, seht ihr unten, hey, das Bild spielt ja mit Fokus. Wenn ihr kurz rausgeht und wieder rein, um euch umzuschauen, geht Fokus doch nicht verloren. Das ist ganz cool. Ohne zurücksetzen. Keine Bock auf deine Granaten. Gut. War auch bestimmt ein Sniper, wo wir am Anfang draufgegangen sind, glaube ich. Das ging auf einmal so schnell. Ah, guck mal hier.
vorsichtig sein. Edo, sie sollten sanft und gütig sein. Den Aufzeichnungen nach sind sie zu roher Gewalt fähig. Das heißt, die Liebe einer Mutter ist wild. Ich muss meine Variablen anpassen, um mit einzubeziehen, dass der Schutzinstinkt stärker ist als die Moral. Danke für den Daten. Was? Mein Algorithmus ist unvollständig. Okay. So. Und ready. Aufkett-Einsatz. Delos. Target is near you, Agent. Nee, okay, gut, dann pop mal raus. Na, yo. Jo, das gibt keinen. Wow, Daniel, das gibt keinen. Alter. Da war der Wurst. Spawnt der mich da? Krasser Scheiß. Okay. Target near you. Ja, die sind auch geil. Sorry. That fucking drone. Access denied. Okay, weiter geht's. Ah!
Na komm, wo seid ihr? Muss ich doch wieder auf den Scanner gehen. Hinten. Machen wir auch direkt. Wie stehen? Nee. Arm ist almost gone. Der war aber nicht geplant. Einfach hier gechillt. Der von hier kommt. Gespottet. Wir haben nur den Spawnpunkt da hinten, ne? Ja. Sie faszinieren mich. Sie kämpfen, um ihre Gemeinschaft zu schützen und zu stören eine andere, weil Isaac ihnen das sagt. Claire hatte recht. Isaac ist wirklich sehr, nicht sehr ausgefeilt. Another one down. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Baustellengemeinschaft. Ist das die letzte? Oh, direkt um die Ecke. Target is near you, Agent. Haben die das extra so gemacht? In den letzten beiden habe ich tatsächlich hier generell in den letzten auf diese langen Laufpassagen, diese Zwischenpassagen, habe ich einfach rausgeschnitten, weil da war der Laufweg einfach zu lang, ne? Und hier oh, der Bock.
Wie geil wäre das, wenn die das Gebäude aufwehr? Habe ich mir auch mal gesagt. Aber performance-technisch war das besonders zu der Zeit schwierig. Ach, hier müssen wir hier auch so, genau. Manchmal. Also. Mit dem scheiß Rasenmäher. Komm schon. Wollte ich schon. Ich summe mich hier dusselig schon wieder. Verlanget hier. Ach, doch hier durch. Genau. Schön aus der Decke raus mit der, ist halt auch nice. Nein!
besser ist das. Sollte eigentlich der Endspot sein hier. Das ist ganz cool. Na komm. That's your target. Brandschaden, die die nehmen von dem Attentäter, ist echt geisteskrank. Die brutzeln so weg. Runter. Stellt der sein Türmchen auf? Le, was machst du da? Sehr gut, Lido. Schön, dass Sie anfangen, die Wahrheit über Ihren furchtlosen Anführer Manny zu erkennen. Sie müssen nur noch eine Prüfung bestehen. Nix. Bevor wir Ihnen von Diamond erzählen können. Nix? Nix ist doch von Star Wars Outlaws. Okay, 75%. Das sollte es gewesen sein. Verfügbar in einer Woche. Nix. Guck mal, so lange... ausgezögert. Ganz nice, so können wir die alle nacheinander abratteln. Dann befinden wir uns eigentlich schon fast auf der Zielgeraden für die neue Season, ne? Schauen wir mal. Okay. Weil haben tun wir nichts mehr. Dann auf. So, 75% Fahndung. Wie gesagt, die Vorfreude auf das, was sie jetzt mit der Season 2.0 machen wollen. Und die Vorfreude aufs DLC, die ist definitiv da und lässt über vieles hinwegblicken. Aber die Fahndung hier, was wie die anderen beiden auch, halt langweilig, ne? Da muss man halt wirklich sagen. Da ist halt nichts Neues mit drin, großartig. Aber man darf gespannt sein, was sie sich da noch einfallen lassen. Leute, vielen, vielen Dank für alle, die jetzt noch da sind. Lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke euch. Ciao.